Grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen zu der Kochsendung hier mit dem Hermann Alexander Beiler. Und ihr seht, ich habe einen Gast bei mir, muss man glaube ich nicht näher vorstellen, der Oskar Freisinger. Und ich habe mir heute ausgesucht, ich möchte euch gerne eine ganz andere Seite zeigen, als die ihr eigentlich kennt von ihm. Oskar, ich frage gar nicht viel, sondern ich möchte gerade am liebsten, dass du mir schnell eins von deinen kleinen Müsterli präsentierst. Der dichtet sensationell, jetzt müssen wir mal hören. Ne nimmersatte Ratte lag einst auf ihrer Matte und hörte eine Platte, die quietschte matt. Der Gatte dieser Ratte saß gar beim Kaffee Latte und hatte diese Platte bald einmal satt. Er sagte, er gestatte der Gattin keine Platte, sitzt er beim Kaffee Latte, dat wäre dat. Die angetraute Ratte stand auf von ihrer Matte und schob ins Ohr im Watte, da war er platt. Und die Moral davon, aber das ist nur für die Frauen bestimmt, also bitte, ist arg verstimmt der Gatte, dann bette ihn in Watte. Unglaublich, jetzt habt ihr schon gesehen, der Müsterli, die Wortgewandtheit, die er hat. Oskar, sag mal, woher kommt denn das? Bist du früher schon in der Schule als Kind? Ist dein Geist so aktiv gewesen? Hast du Geschichten geschrieben? Oder bist du zu eher ein Erfinder? Nein, ich bin schon als Kind immer aufgetreten in der Schule. Ich musste immer meine Aufsätze vorlesen, weil die sind immer zum Lachen gewesen. Und Schnitzelbank habe ich immer geschrieben, schon als 15-Jähriger. Ich habe immer am Silvesterabend auf der Alpe oben, wo wir so Gemeinschaft waren, immer zusammengekommen sind, auf 2000 Meter. Ich hatte so eine Alphütte. Und da sind wir alle zusammengekommen. Dann habe ich die ganze Woche die lustigsten Events, die da sind, passiert während der Woche, habe ich irgendwie notiert und daraus irgendwie Schnitzelbank gemacht. Also ich bin schon immer ein amüsantes Publikum schon als Kind. Wieso kennst du das Wort Schnitzelbank? Das ist doch nicht Walliser Dialekt, oder? Ich bin, glaube ich, hier in Basel, oder? Und in Basel ist das ja bekannt, oder? Es sind wirklich Schnitzelbänke, ja, das ist ja im Wallis bekannt, oder? Man macht sich irgendwie lustig über gewisse Begebenheiten aus dem Alltag, gewisse Personen und so. Kommt im deutschsprachigen Raum sehr gut an. Bei den Welschen ist es etwas ganz anderes, das ist viel schwieriger. Die haben einen ganz anders gelagerten Humor. Da habe ich gemerkt, ich habe das Gleiche versucht auf Welsch, aber es passt einfach nicht. Da kommen Chansons besser an. Gut, wir werden nachher nochmal auf das Thema zurückkommen. Dann gehen wir jetzt einmal zum Hermann Alexander Beiler in die Küche und schauen nochmal, was wir denn Feins auf den Tisch kriegen heute. Und ich würde sagen, wir gehen auch gerade hinterherum. Gerne. Grüezi miteinander. Wie ich letztes Mal schon Ihnen versprochen habe, habe ich heute mich auf Lammreck eingeschossen. Wir machen zwei Lammreck. Eins Lammreck mache ich auf normale Art und Weise im Backofen bei 220 Grad mit Salz, Pfeffer, Kräutli und natürlich Knoblauch. Dann das andere habe ich eine Kräuterkruste gemacht mit Paniermehl, gehackte Kräutli, sehr viel Rosmarin dran, Peterli, Schnittlauch und Butter und ein bisschen Olivenöl, Salz und Pfeffer. Das untereinander gemacht und dann nachher später, nach einer Viertelstunde, wenn man es im Ofen drin hat, nimmt man das eine raus und tut das mit dem schön mit von Hand drauf drücken. Dann tut man es wieder in den Ofen rein und dann wird das dann noch einmal 10 Minuten dort drin überbacken. Das ist das Fleisch. Nachher haben wir gemacht ein Gratin. Gratin auf ganz normale Art und Weise. Die Schüssel mit Knoblauch ausreiben. Herdöpfchen, die wir vorher haben, geschwellt. Reinschnetzeln. Ich mache aber immer ein Ei in die Soße, in die Fond rein. Ein Ei, ein bisschen Milch, Muskatnuss, ein bisschen Käse, Emmentaler Käse. Und das dann nachher übergießen mit dem Mixen und übergießen. Dann haben wir gemacht Fenkel überbacken und Rüebli und meine spezielle Soße. Und dann werde ich sehen, einfach gemacht, das ist eine Münzsoße, also Pfeffermünzsoße, leicht aromatisiert. Und das tut man jetzt so beide servieren. So, jetzt haben wir ganz fulminant gegessen, da haben Sie gesehen. Und auch hier ist Nachahmung empfohlen. Dient das daheim mal kochen. Ich finde, es gibt nichts Geniales, als wenn der Hermann Alexander mal zeigt, wie man auf hohem Niveau etwas ganz Feines daheim selber kochen kann. Hermann Alexander, jetzt erzähl mir mal, wieso haben wir denn den Oskar Freisinger heute hier? Das ist ganz einfach. Das Leben ist immer, was einem zufällt. Und ich war eingeladen an eine Weindegustation in Sion.
Und, ja, und plötzlich kommt er dort auch dazu. Und wie ich dann bin, er ist ein interessanter Mann, ein guter Politiker, gehe auf ihn zu, habe mit ihm diskutiert und dann sind wir darauf gekommen, dass er ja Schriftsteller ist. Und dann hat er gesagt, ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben, Bergfried. Und dann habe ich natürlich sofort meine Ohren gespitzt und habe dann gesagt, wir müssen das unbedingt zusammensitzen. Ich habe jetzt gerade einen Verlag gegründet, der heisst Brinkhaus Verlag. Und ja, mal er als guter Politiker. Und würde ich jetzt noch gerne das lesen, das Manuskript. Hast du dann auch umgehend bekommen, gelesen. Und dann musste ich sagen, mal, das ist jetzt etwas, wo nicht nur ihm hilft, sondern in mir vor allem. Jetzt, Oskar, gehen wir schnell auf das E-Mail. Am Anfang ein kurzes Müsterli gehört. Ich nehme jetzt aber an, im Buch ist es doch eher eine Romanform. Ja. Oder beschreib doch ein bisschen, um was geht es denn? Es ist ein Roman, es geht um eine alte Frau. Frida lebt in einem Berg, irgendwo im Walliser Dorf. Und darum der Name Bergfried. Und dann geht es um einen Friedhof, weil ihr Mann ist gestorben vor Jahrzehnten. Und da im kleinen Friedhof, die so sind da in den Bergen, so weisse, kleine weiße Mäuerchen, die sie umfrieden, so, ist der da begraben und die pflegt jetzt das Grab. Und jetzt kommt da ein Promoter, also ein Baulöwe, nicht, und will da ein Ferienresort aufbauen und prompt genau an dem Ort, wo der Friedhof ist. Jetzt fängt das Problem an, weil die gute Frau, die Schutzfrist von diesem Friedhof ist noch nicht vergangen, oder? Und die klammert sich natürlich jetzt an das Gedenken an ihren Mann, an den Friedhof und so fort. Und der Kampf geht jetzt los zwischen diesen beiden. Mehr will ich nicht verraten, weil sonst... Nein, das ist klar. Wir brauchen ja das Buch nicht mehr zu lesen. Aber das ist irgendwie der Kampf zwischen Geldmensch und zwischen modernen Macher, der modernen Hybris irgendwie, wo sich eigentlich futiert um das Gedenken an die Ahnen, um die Verbindung zur Erde, wo ja doch für die Frau noch einen Wert hat. Das sind zwei Weltanschauungen, die aufeinandertreffen, den mystisch-geistigen und den rein materialistischen. Im Grunde genommen geht der Kampf um die zwei Weltanschauungen. Und das spiegelt sich natürlich da drin. Auch in einer früheren Geschichte, die ich geschrieben habe, Löwenzahn, wo ein Grossvater auf einer Walliser Swone mit seinem Kleinkind so ein Abenteuer erlebt. Oder? Das ist genau die gleiche Stimmung. Wieso? Weil ich bin überzeugt, der Weltenbürger gibt es nicht. Man will das jetzt verkaufen. Oder? Wieso? Weil man irgendwie ein internationales Proletariat will schaffen, wo man anschieben kann, dass das immer mehr zunimmt. Dann haben die Linken mehr Wähler und die neoliberale Rechte hat mehr billige Arbeitskräfte. Und ich bin überzeugt, wir müssen die Nahwirtschaft pflegen. Wir müssen die Unternehmen pflegen, die wirtschaftlich verantwortlich sind, sozial verantwortlich, weil sie in einem engen Umfeld einfach müssen sozial verantwortlich sein, weil ihre Nachbarn, wenn es dem gut geht, dann geht es ihnen auch besser. Wenn es allen gut geht, dann haben wir weniger Kriminalität. Eine Hand wäscht die andere. Und darum sind Grenzen so notwendig. Grenzen sind Garantie für Vielfalt. Vielfalt ermöglicht Auswahl. Auswahl ermöglicht Freiheit. Und das ist genau das, was ich vertrete. Das ist meine Grundeinstellung. Das schlägt sich selbstverständlich euch in meinen Schriften nieder. Und noch schnell eine Klammer auf, durch die Hölle bist du ja schon gegangen. Also ja. Erwarten wir dich in Zukunft mit einer frohen Botschaft, mit einer himmlischen Botschaft. Hermann Alexander, jetzt ist eine Sache mit dem neuen Verlag, den du hast. Ja. Bücher, auch das ist Kunst. Mhm. Gehen wir aber ein Stück weiter auf Kunst. Gibt es im Wallis auch Künstler? Im Wallis gibt es Künstler. Ich möchte aber noch etwas schnell sagen zu seinem Bergfried. Ich bin ein Liebhaber von Jeremias Gotthelf. Die Uli de Knecht, Uli de Pächter, Anne-Bebe Joweger, Geld und Geist, alle die historischen Filme. Und der Bergfried sehe ich verfilmt als Schweizer Film, der jetzt nicht im Bernbiet, im Emmental stattfindet, sondern jetzt im Wallis. Oder? Und das Wallis ist ja wirklich ein Ort, wie er es beschrieben hat. Das gibt's gar, also es gibt ja keinen zweiten Ort in der Schweiz, der so prägnant eigentlich auf die Leute einwirken tut, im Positiven. Und im Positiven malen sie auch, gehen jawohl, zurück. Jawohl, und jetzt ist natürlich so, ich möchte ihm eigentlich eine Freude machen. Und zwar eine ganz grosse Freude, lieber Oskar. Könntest du dir vorstellen, Botschafter zu sein in 2 Jahren, wenn die nächste Biennale stattfindet, Botschafter zu sein für 10 Künstler, die wir da ausstellen. Das heisst aber, dass Künstler sich müssten bewerben, durch eine Jury durchgehen und mit nur 10 von diesen guten Künstlern im Wallis. Es gibt
wahrscheinlich gibt es 500 gute Künstler, 1000 gute Künstler. Und wir können nur 10 auswählen. Ich habe das übrigens mit meinem Direktor, mit dem Herrn Willi Surbeck, besprochen. Er war Feuer und Flamme dafür auch. Und darum darf ich dir jetzt diese Botschaft überbringen. Würdest du so nett sein, der Botschafter zu machen für die Auswahl für 10 Künstler als Gastkanton 2019 in Bratteln, an der Biennale Bratteln, als Gastkanton teilzunehmen? Also mit grosser Freude, aber ich habe nicht lange zu überlegen. Das ist etwas, was mich wirklich unglaublich reizt. Also ist Kultur dabei, ist in meinem Heimatkanton dabei. Kannst du exportieren auf Basel? Also ich meine, das ist grosszügig und würde ich aber also mit Freude warnen. Mit Freude. Du gehst ja jetzt gerade darauf ein, aber so eine Botschaft hat ja eine gewisse Funktion. Fühlst du dich dieser Funktion gewachsen? Ich meine, im Moment bist du Sportminister, oder wenn ich es richtig sage. Ja, Sportsicherheit und Bildung. Bildung ist auch dabei, oder? Okay. Also von dem her, nein, das wäre kein Problem. Es geht ja nur um die Persönlichkeit. Ich bin euch in Kunstgeschichte relativ bewandert. Ich habe ja mit meinen Schülern, ich habe 28 Jahre lang unterrichtet, sehr viel Bildung. Betrachtungen, Bildanalyse gemacht mit ihnen von Caspar David Friedrich über Max Ernst und Paul Klee, über die Expressionisten, die Brücke, Blaue Reiter und so weiter. Ja, also Gott, so unbeschrieben bin ich nicht. Also das ist klar. Ich habe da ziemlich viel das mir angeschaut. Das ist eine faszinierende Welt. Und ich würde noch vorschlagen, ich könnte dabei in der Biennale möglicherweise noch eine Lesung machen, ein paar Lieder mit der Gitarre vorspielen. Mache ich kein Voll beim Wort. Nur eins habe ich jetzt gern. Und zwar tut man ja alles eigentlich mit einem Vertrag besiegeln. So etwas. Und jetzt sind wir in der Zeit von deinem Buch und wir sind in der Zeit, wo wir Jeremias Gotthelf und ich den Handschlag etwas gehalten. Ja. Ich will dir das mit Handschlag. Das Wort gilt. Gilt, hey? Ja. Also gut, danke ja. Vielmals. Dann brauche ich von dir eigentlich zum Abschluss nur noch vielleicht noch mal so einen kleinen Kalauer, wo wir angefangen haben. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt auch, das wäre es gesehen, hier kochen mit dem Hermann Alexander Beiler. Mit einem tollen Gast, herzlichen Dank, dass du nächstes Mal aus dem Wallis zu uns gekommen bist. Ein Laster trug, wer weiß warum, eine Ladung Löcher mit sich rum. Da fiel vom Laster irgendwann ein Loch herunter. Er hielt an und fuhr zurück und fiel ins Loch und sucht das Loch dort heute noch. Die Moral davon, man lade keine Löcher nicht, sonst hält die Schwerkraft nicht mehr dicht. Bravo!